Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Montag früh, für euch Dienstag. Ich mache hier gerade eine Arena platt. Und dann hole ich mir die Adventure Sync Belohnung ab. So. Hier sind zwei Arenen. Die sind momentan auf meiner Arena Tour. Die mache ich jeden Tag. Hab sie auch schon zur Hälfte auf Gold, also dauert nicht mal lang. Ich ziehe momentan so von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station. So. Arm voraus und dann war's das. Mit Drachenpuls, CD-Attacke, aber kann eigentlich nichts. Und ihr seht, der Ball verbindet sich irgendwie wieder mal nicht. Leidend. Mein Go Plus hat sich nicht verbunden, dann habe ich rüber geswitcht auf den Ball. Und jetzt verbindet der Ball sich nicht. So. Schnell füttern. Und jetzt können wir auf die Belohnung warten. Warten, bis er weggefahren ist. So, 96,7 Kilometer. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Kilometer ihr geschafft habt. Durch Parade-Touren, durch den Quest Day, habe ich fast die 100 Kilometer diese Woche geschafft. Nur 57 Eier. Diese Woche habe ich nicht mehr viel gebrütet. Ohne Staubbonus brüte ich nicht. 124.000 Schritte. Silberne. Staub. Staub. Okay. Wir schauen mal. 3 Silberne, 1500 Staub und Bälle. Ja. Ja, ist nett, ist umsonst. Wieso nicht? So, gerade spontan 2 Raids mitgenommen. Haben sich genug Leute gefunden. Interesse immer noch sehr groß für Grodon und Shiny. Ja. Ich versuche noch ein paar Knackleons zu fangen, weil ich brauche denen immer noch Glücks. Hälfte des Events ist vorbei und ich habe noch keinen. Da muss ein bisschen mehr reingehauen werden, mehr gesammelt werden von denen. Ich versuche die Quest immer zu sammeln, aber ja, ich habe nicht so viele Wampelbonbons zum Entwickeln. Und wild muss ich noch mehr fangen. Und dann hoffen wir auf einen Glücks-Knackleon. Abgesehen davon habe ich noch ein Thema, das besprechen wir dann später zu Hause. Bevor wir nach Hause gehen, habe ich hier noch meinen Barschwa. Ich bin fertig gelaufen mit dem. Und jetzt wird der entwickelt. Shiny Milotic. Danach muss ich mal überlegen, mit wem ich laufe. Mit Kripok habe ich eigentlich genug Bonbons. Okay. Muss das unbedingt jetzt sein. Shiny Milotic. Ich weiß, Quest Day. Das Feedback, die Resonanz war leidend. Okay. Ich glaube, wir laufen mit Glodon. Ich will noch so viele pushen und ein bisschen angeben mit meinem Shiny. Ich habe mir überlegt den Kader, aber ich denke mir, ja okay, ich brauche zwar noch viele Bonbons, aber ich brauche auch noch einen guten und irgendwann kommt er, dann fange ich eh oder jage ich den. Bevor wieder Leute fragen, wieso der Typ zu Hause eine Jacke trägt, ja, es ist kalt, es ist draußen extrem kalt. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und reden wir direkt weiter über das Thema von heute. Zwar wurde gestern auf Reddit was gepostet. Bevor wir weitermachen, muss ich jemanden grüßen, weil er denkt, er hat es mir zuerst geschickt. Und ich weiß hundertprozentig ganz genau, wenn ich jetzt dieses Video mache und ihn nicht grüße, dann wird er mir schreiben und sagen, hey, wieso hast du mich nicht gegrüßt? Auch wenn ich den Artikel und den Post bereits gesehen hatte. Trotzdem, Grüße gehen raus an René. Danke für den Hinweis. Und zwar hat ein Typ, und eigentlich ist es ziemlich verwunderlich, dass halt jetzt erst herausgefunden wurde, aber ein Typ hat mit einer Einladung 2 Leute eingeladen. Und dieses Phänomen beruht auf dem, ich nenne es mal, dem Multilogger-System. Wir kennen alle Account-Sharing. Jeder kann davon halten, was er will. Jeder kennt Multi-Accounting. Jeder kann davon halten, was er will. Und an sich ist der Multilogger nichts Neues. Das gab es auch schon lange. Aber ich wusste gar nicht, dass es so verbreitet ist, dass Leute das überhaupt noch machen. Ja, wie der Name schon sagt, man loggt sich mehrfach gleichzeitig ein. Habe ich persönlich sogar auch schon mal gemacht. Und zwar... Oh, Moment. Ja, hallo? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich war.
Wir hatten eine kurze Unterbrechung, ich wurde kurz angerufen. Alter, wo war ich stehen geblieben? Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas wiederhole. Also der Typ hat jetzt mit einer Einladung, die er im Beutel hatte, hat er sich auf zwei Accounts eingeloggt, die gleichzeitig dann verschickt. Und dann haben beide funktioniert. Zwei Leute sind da hingegangen zum X-Ray und konnten den mitmachen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben bin, sorry. Und zwar habe ich das auch schon mal gemacht. So. Und was braucht man jetzt für den Trick? Mehrere Geräte. Und man muss sich halt mit denen gleichzeitig einloggen. Da kommt schon das Problem. Ich weiß nicht mal, ob das legal ist, dass man sich mit mehreren einloggt. Ich riskiere das nur für euch, falls ich gebannt werde. Seht ihr demnächst Road to Level 40 Teil 2. Dann wahrscheinlich mit einem roten Account. Was eigentlich voll lustig wäre, dann würde ich hier das Gebiet platt machen. Aber Spaß beiseite, also. Ich weiß gar nicht, ob das, wie illegal das ist, wenn man sich gleichzeitig mit mehreren Sachen einloggt. Also das ist mein altes iPhone 5. GPS macht Probleme, deswegen habe ich umgeswitcht. Und es hat halt keinen Screen Recorder. Und dann das hier ist halt mein normales iPad. Und also jetzt bin ich bei beiden eingeloggt. Da bin ich auch drin. Jetzt bin ich bei drei gleichzeitig drin. Puh. Schauen wir mal, ob ich alles richtig mache hier. Da kommt ein OK, beziehungsweise ein Ja, Nein. Oh mein Gott. Wie kann ich das kann ich das gleichzeitig machen? Also zwei sind kein Problem, aber beim dritten... Okay, ich bin ein bisschen nervös. Vielleicht hätte ich es echt nur mit zwei machen sollen. So, so, warte mal. Und go. Plus 71. Anstatt 23. Okay, krass. Ich habe den echt krass drüber gepusht. 3281. Im Gegensatz zu 3234. Das sind zweimal mehr. Zweimal drüber. Das sind zwei Pushe extra. Es hat funktioniert krass. Damals, ich weiß nicht wieso Niantic das damals so hatte, konnte man die Pokémon nur auf ein bestimmtes Level Max pushen. Für damalige Verhältnisse war es halt Max. Aber an sich konnte man, so wie jetzt, die Pokémon noch zweimal mehr pushen. Und damals konnte man es durch verschiedene Bugs, wie auch sonst, auch noch diese zwei, die erst später freigeschaltet wurden, zweimal noch weiter pushen. Unter anderem, während man gepusht hat, schnell irgendwie Internet ausmachen. Und dann hat es irgendwie nicht gezählt, aber trotzdem gezählt. Und dann konnte man einfach weiter pushen. Das haben die dann irgendwann behoben. Aber eine andere Technik, um diese zweimal extra zu pushen, war, man hat sich auf zwei Accounts gleichzeitig eingeloggt und dann auf Pushen gedrückt. Das Video habe ich gemacht, das habe ich mal für euch getestet. Ja, und dann konnte man trotzdem weiter pushen über das Limit. Andere Verwendungszwecke waren natürlich ein Glücksei anmachen und dann doppelt so viele Pokémon entwickeln. Du konntest nicht dasselbe Pokémon auf beiden Accounts entwickeln. Das heißt zum Beispiel, du hast bei einem Account oben angefangen und bei dem anderen unten. Dann hast du einfach doppelt so viele Pokémon in der Zeit entwickeln können. Oder du hast halt immer nur den zweiten entwickelt, zum Beispiel 1, 3, 5 und dann hier 2, 4, 6 und sowas. Oder was eine Freundin letztens mir erzählt hat, sie war mal in einem Raid, ihr ist aufgefallen, ihr Beutel ist voll, hat sich auf ihrem anderen Handy eingeloggt, hat schnell was weggeschickt, bevor der Raid zu Ende ist und dann konnte sie den Raid-Boss fangen. Normalerweise wird dann ja angezeigt, Beutel voll und dann ist weg. Vor allem, wenn der Raid dann zu Ende ist, dann kriegt man den Raid-Boss nicht. Das ist schon ärgerlich und so hat sie ihn halt trotzdem noch bekommen. Es gibt natürlich noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten, fallen auch nicht alle ein, macht das eigentlich auch gar nicht. Aber anscheinend machen das doch noch ein paar Leute. Weil normalerweise, das hat man eigentlich als sehr gefährlich eingestuft. Also das ist jetzt nicht so wie Multi-Accounting oder Account-Sharing. Ich war eigentlich immer der Meinung, wenn man das macht, dann wird man sofort gebannt, weil das echt gefährlich und so. Ist natürlich klar, wenn man an zwei verschiedenen Orten ist, dass das auffällt und irgendwie gefährlich ist. Aber ich hatte immer gedacht, selbst wenn man am selben Ort ist, ist es schon gefährlich. Aber was ich jetzt so gelesen habe unter dem einen Artikel mit dem X-Ray-Teilen, scheint es gar nicht so gefährlich zu sein. Was natürlich nicht heißt, dass ihr das machen sollt. Be smart. Be safe. Don't try this at home. Ist natürlich immer noch sehr gefährlich, nicht machen, nicht probieren. Beziehungsweise ich kann es nicht empfehlen, ob ihr es macht oder nicht. Ist eure Entscheidung. Aber da haben sogar ein paar geschrieben. Die haben sich die Regeln durchgelesen, die TOs. Und an sich soll das nicht draufstehen, dass Multilogging verboten ist. Müsste mal einer überprüfen. Man kann natürlich nicht einfach irgendeinen Kommentar glauben. Aber an sich will ich eigentlich gar nicht Werbung dafür machen. Ich wollte nur sagen, ja, es gibt eine dritte Form des Cheatens, wenn man es so bezeichnen will, die bisher noch sehr untergegangen ist, über die man halt nicht viel geredet hat. Jeder kennt Multi-Accounting, jeder kennt Account-Sharing, aber Multi-Loggen, darüber gehen nicht viele und ich weiß gar nicht, ob das so viele machen. Wie gesagt, ich hatte immer den Eindruck, keiner macht das. Ganz früher mit dem Glücksei, das haben viele gemacht, aber die haben eigentlich auch recht schnell damit aufgehört. Aber an sich
Ich sehe da nicht wirklich großen Nutzen. Weil man hat eh so viele Glückseier. Und wer entwickelt noch mit Glücksei? Die meisten Glückseier werden eh für Freundschaften verwendet. Da braucht man eigentlich echt nicht für ein Glücksei noch rumgeizen. Und auch das mit den Expert-Einladungen, dass man da zwei Leute einladen kann. Alter, ich krieg nicht mal meine normale weg, weil die meisten bereits eine haben und kaum einer Zeit hat oder Lust hat auf die Einladung. Gibt es bestimmt irgendeinen Nutzen, aber an sich habe ich kein Interesse. Wollte euch nur mal darauf hinweisen, dass irgendein Verrückter das getestet hat. Wie gesagt, überraschend spät, dass das erst entdeckt wurde. Aber die dritte Art des Cheatens lebt. Multi-Accounting, Account-Sharing, Multi-Loggen. Weiß eigentlich gar nicht, was ich fragen soll. Habt ihr schon mal gemultiloggt? Wenn ja, eure Erfahrung unten in die Kommentare. Eure Meinung auch noch. Das war's von mir, Leute. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.